Ich finde es schön, wie uns die Dinos heute in Ruhe lassen, Tyrant. Dich? Du bist ja auch extra weggelaufen und zu denen hin und so. Ich bin an der Basis geblieben. Ja. Merkt man ja wohl, das Gefühl. Ich bin am Leben geblieben, du mehrmals gestorben. Ja. So, ist hier jetzt noch Stein? Nein. Der ist wieder so schön grün. Den möchte ich lassen. Da vorne ist ein Stein. Aber der ist auch so schön grün. Ah, da ist aber einer. Der kann weg. Und jetzt sind wir überlastet. So, reparieren wir mal kurz ein bisschen, dann sind wir gleich nicht mehr überlastet. Und dann machen wir noch... Was, nur 9? Okay, machen wir halt 9 Pfeile nur. Und was fehlt jetzt? Stroh! Da muss ich mal nachsehen, ob wir Stroh haben. Hallo, Taryn. Hallo. So. Räumen wir erstmal die Steine und so weg. Und dann holen wir uns wieder etwas Stroh. Mir ist kalt, na toll. Lagerfeuer müsste auch fertig sein. Ja, ist fertig. So, der Stein kommt mal da rein, zu großen Teilen zumindest. So, das Metall wird dort hinten aufgeräumt. Nein, hier. Feuerstein kommt auch mal da rein. Stroh haben wir da leider keins mehr. Schade. Auch Fasern haben wir hier nicht mehr. Hä? Wo hast du denn die Narkobären hin? Hast du die alle verbraucht? Ja. Krass. Das waren doch fast 100 Stück. Ja, das ist nicht viel. So, naja, ich gehe jetzt mal... Wenn du überlegst, 20 Fleisch. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen Stroh sammeln. Mach das. Ach, das ist ein bisschen dunkel hier. Wir haben hier schon die ganzen Bäume abgeholzt. Jetzt müssen wir ein bisschen tiefer in den Wald. Oh, das traut er sich. Das traue ich mich gerade mal. Ausnahmsweise. Der hier kommt weg. So, da vorne ist ein kleiner, der kann weg. So, den hier lasse ich stehen, aber der hier kann weg. Der hier kann weg. Was warst du gerade eigentlich, Taryn? Rumlaufen, Steine fahren. Und wieso? Was hat das für einen Grund? Ach so, weil wir Pfeile brauchen. Ach so, also du machst jetzt auch gerade Pfeile. Ja. Ah, cool. Ein kleiner Baum. Der ist eigentlich auch klein, der kann auch weg. Irgendwas ist hier. Ach, Tyrant mit dem Tech-Para.
Was ich zähle mir den, baue einen Sattel dafür und Tyrone reite die ganze Zeit mit dem rum. Obwohl. Ja. So. Bald sind wir überlastet, dann können wir wieder ein bisschen bauen. Ja, weg damit. So, den lasse ich, den finde ich so richtig schön mit diesen Schlingen. Der ist schon ein bisschen dick. Den lasse ich auch. Ah, hier dieser Minibaum, der kann weg. Und der hier kann auch weg. Der hier, ja, weg mit dem. Mist. So. Weiter. Der hier kann auch... Oh, wobei, der sieht so schön vierkantig aus. Das ist so ein Vierkantbaum. Den lasse ich mal. Der ist schön dick. Den lasse ich auch. Bist du in der Nähe, Tyrone? Ja. Nein, gar nicht. Ich bin ganz weit weg. Nee, ich höre gerade wieder ein Bäume. Ich höre gerade wieder ein Dino. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst, welcher Dino das ist, aber das bist ja zum Glück nur du gewesen. Mit dem Tech-Paarer. Ich schreck die ganze Zeit daneben. Oh, weil ich daneben gegangen bin. So, der hier kommt weg. Ah, das ist wieder so viereckig. Ja, aber da haben wir dann neben den riesigen und wir haben dann schon einen viereckigen stehen gelassen. Irgendwie sehen die alle viereckig aus. Seltsam. Habe ich vorher nicht genug hingesehen? Genau genug? So, jetzt müssen wir dann eigentlich bald mal wieder überlastet sein. Irgendwie seltsam, hier sind gar keine Dinos mehr. Den lassen wir mal. Der sieht blöd aus, dass keine Wurzeln sind. Den lassen wir mal nicht, den bauen wir ab. Den fällen wir. So, da ist wieder ein kleiner. Langsam wird es wieder heller. So. Dann reparieren wir mal. Und dann 7 Pfeile. Hätte ich gerne noch. So, jetzt haben wir genau 50. Aber wenn ich jetzt die mal kurz ausrüste, habe ich jetzt einen schon angelegt. Und dann kann ich noch einen herstellen und habe 50 auf Ersatz sozusagen. Und insgesamt 51. So ein kleiner Trick. So. Dann haben wir das. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir legen mal den ganzen Stroh ab. Wir gehen mal kurz nach Hause. Was haben wir auch keins mehr dabei? Haben wir schon getrunken? Und uns ist heiß. Rennen tun wir auch. Hä, wieso leuchtet das hier? Seltsam. Tyrone, hör auf, Felsbrocken auf unsere Strohhütte zu werfen! Was? Wow. So weit ist der geflogen?
Okay, ist tatsächlich sogar. Ja, und dann ist abgeprallt und aufs Meer hinausgeflogen. Am Horizont. Wir machen übrigens keinen Schaden. Ja, ich weiß schon, aber es sah einfach so lustig aus. Und am Horizont ist er dann ins Meer gesunken. Sah halt einfach so richtig lustig aus. Ja, ich bin vor allem 100 Meter von der Hütte weg, ne? Und so weit fliegt der Fels einfach mal. Den ich mit einer selbstgebastelten Steinspitzhacke abgebaut habe. Macht auf jeden Fall Sinn. Tja. So, das Ei kommt mal weg. Das kommt da rein. Und dann haben wir hier noch. Hauen wir mal die 100, das Stack heben wir uns auf. Der Rest kommt da rein. So, dann. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten mal die Wände machen. Wie viele Wände brauchen wir denn? Wir brauchen 2, 4, das sind 16. Mal 2 sind 32. Minus 2 sind 30. 30. 2 kann ich schon herstellen. So, was fehlt jetzt? Es fehlt natürlich Holz. Okay. Dann gehen wir jetzt Holz sammeln. Wo denn? Das ist eine gute Frage. Ach du Scheiße. Das ist ein riesiger Bronto. Wir haben schon den halben Wald. Ja, Tyrone, wir haben den halben Wald gefällt. Ey, Moment mal, du hast doch die ganzen Bäume gefällt, die ich stehen lassen wollte. Hab ich das? Ja. Tut mir echt leid. Die Tollen wollte ich, die große, ganz große von dieser Sorte wollte ich eigentlich stehen lassen. Aber jetzt sieht. Geh halt zu den Bäumen hin, ohne Rücksicht auf Verlust. Ja, aber jetzt sieht es so kahl aus. Das ist nicht schön. Ein paar Bäume müssen schon stehen bleiben, Tyron. Du glaubst nicht, wie schnell das nachwächst. Keine Ahnung, aber dann kann, ist ja umso besser, weil dann können wir trotzdem die anderen wieder abbauen und die halt stehen lassen. So. Hab wieder eine Schildkröte getötet. So, ich brauche einen neuen Speer. Dafür brauche ich Holz. Okay. Wollen wir das mal weg und dann gehen wir Holz farmen. Ach, blöder Leck. So, das kommt da rein. Ja, und dann kommt. Nee. Hast du noch Fasern? Ich habe selbst nur noch 40 und die brauche ich für den Bau von dem Ding. Okay. Also eher nicht. Müsstest du eigentlich sowieso Tonnen von Fasern haben. Warum? Warum machst du Pfeile in die. Ich mache jetzt eine neue Kiste und da kommen dann die Pfeile rein. Okay. Ich habe gedacht, ich stelle einfach auf Vorrat her. Ja, aber doch nicht in die Holzkohlenkiste. Ja, die brauchen wir später eh nicht mehr, das weißt du doch. Ja, ja gut, ich kann sie eigentlich theoretisch das, die Holzkohle auch jetzt schon mal in den Kochtopf werfen. Das wird ein bisschen überlastet. So. Okay. So ein riesiger, schöner Bronto. Ich wollte Holz sammeln, genau. Ich gehe mal auf die andere Seite. Hier sind keine Piranhas. Aber da ist ein Fisch.
Den nehme ich mit. Jetzt haben wir 7 Fisch. So. Wow, wenn du aus einem kleinen Minibaum 27 Holz rausbekommst, und aus einem großen halt nur teilweise 14. Ja. Eine Kiste wollte ich hier. Ach, das ist der männliche Dodo Level 56. Ja, den mache ich gleich mal. So, und jetzt fehlt Holz. Okay, aber jetzt wird erstmal dieser Dodo hier gezähmt. Wie viel Holz brauchst du denn? Sehr viel. So, 17 Major Berries sollten reichen. So. Da leuchtet irgendwas Grünes im Wasser. Was ist das? Das sind Pflanzen, die hier im Wasser sind, lol. So, mal sehen, wie viel können wir wieder herstellen? Wieder 2, sehr schön. Oh, ein Levelaufstieg. Was sehen wir denn dieses Mal? Ich würde mal das Holzdach lernen, Holztürrahmen und das war's auch schon. Also diese Dodo Battle doch für nicht darum getötet zu werden. So, wo ist mein Dodo? Ah, da vorne. Ein Tylobite! Verdammt, diese Tylobite rennt unter einem Dreihorn durch. Hä, wo ist er jetzt? Verdammt, wo ist er hin? Der Tylobite ist weg. Da vorne rennt er. So, der ist weg. Ah, das ist einer von so ein Lysthosaurus. Vielleicht ziehe ich den auch nachher noch.